Okay, das ist der Kerner, oder? Er sieht dem Laruscan wirklich sehr ähnlich. Elian? Ihr habt den Kernraum erreicht, ausgezeichnet. Allerdings sieht es hier etwas anders aus als in Alaris. Im Gegensatz zu Laris ist dieser ganz erwacht und das Sicherheitssystem ist voll intakt. Außerdem ist dieses Titanomarina weit fortschrittlicher als Laris. Entschuldigung. Sieh, er fängt an, sich zu bewegen. Okay. Ihr müsst das Sicherheitssystem abschalten, um die Powerzelle zu benutzen. Ich kümmere mich darum. Los, Red. Okay. Was ist das für fucking Gegner? WTF. Diese blauen Kugeln sollen... Ah, okay, gut. Okay, der erste ist tot. Ich hasse diese roten Kugeln. Okay. Ich glaube, ich krieg noch mal ein Level ab. Ficken. Okay. Tot. Die hat das mich jetzt nicht getroffen. Jetzt gibt's nur eins da oben. Komm zu Papa. Willst du mich gerade verarschen? Hey Leute. Er kann auch was anderes da oben machen, oder? Jetzt geht mir jetzt langsam auf den Piss. Okay, jetzt weg mit dir. Ein mächtiges Auge geht. Jetzt beginnt die richtige Scheiße, oder wie? Er funktioniert immer noch. Der letzte Kern war nur ein Köder, ein Bonus sozusagen. Dieser ist sie, der echte. Jetzt geht's los mit dem allmächtigen Auge. Komm schon, du Glubschauge. Okay, was kommt denn jetzt? Noch ein Teil von denen? Ah, was ist der?
Ach, so eine Missgeburt wieder. Lass mich gerade verarschen. Diese schwarzen Löcher auf dem Boden. Fick die mit den schwarzen Löchern. Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an. Ich habe eine Idee. Kann ich mal ein paar Dinge neu zeigen? Okay, er kann also nicht werfen, oder wie soll ich das verstehen? Doch, er kann werfen. Diese schwarzen Löcher gerade richtig aufregen. Das regt mich gerade richtig auf. Ich will mal jetzt sagen, dass wir jetzt gleich viel haben. Momentan. So nicht, Arschloch. So nicht. Wenn ich gerade so still bin, tut mir leid, ich konzentriere mich gerade nur sehr heftig. Kein schwarzes Loch, bitte. Komm. Knapp. Elliot schließt, schließt die Porzellan. Verstanden.
Ella, hat es funktioniert? Ich habe es geschafft, die vollständige Kontrolle über Lemuris zu übernehmen. Ich sollte in der Lage sein, fast alle grundlegenden Arbeitsvorgänge auszuführen. Fast alle? Aktionen, die viel Energie benötigen, werden meine Kräfte ziemlich stark auslaugen. Aber Unsterbliche wie Beluga und ich sollten eigentlich damit klarkommen. Okay. Ach, das passierte also mit Bruno. Die Maschine hat das ganze Leben aus ihm rausgesaugt. Blowjob. Beluga hat gerade gemeldet, dass er die Kontrolle über Laris übernommen hat. Damit ist Phase 1 abgeschlossen. Wir treten jetzt in Phase 2 ein. Jetzt liegt alles an dir, Red. Bringen wir es hinter uns. Ja, ich sollte allmählich gehen. Elle, meinst du wirklich, du schaffst es ja ganz allein? Ich habe bisher immer alles allein geschafft. Obwohl, nein, das ist nicht wahr. Mir haben unzählige Leute geholfen. Ja, wahrscheinlich. Selbst jetzt spüre ich eine Verbindung zu jedem, der an unserer Seite gekämpft. Ich bin nicht allein. Bestimmt, das bist du nicht. Du auch nicht, Red. Alle werden bei dir sein. Ich natürlich auch. Was auch passieren mag. Koste es, was es wolle, aber wir werden diese Welt retten. Ich komme zurück, und zwar lebend. Das schwöre ich bei meinem Schweif. Ich bitte dich, halt deinen Schwur. Oh. Jetzt beginnt das letzte Kapitel. Brett, ich warne dich lieber vor. Sobald du innerhalb Tartarus Schild bist, könnte jede Verbindung zu uns abbrechen. Ich muss also improvisieren? Das machst du doch immer. Du hast doch noch immer einen Ausweg aus brenzlichen Situationen gefunden, oder, Red? Wenn es jemand schaffen kann, dann du und dein Dahak. Ich bin stolz auf euch, meine Kinder. Oh, das war nur ein Scherz, hehe. Phase 2 beginnt. Hallo, habe ich noch irgendwie das Recht, auf irgendwas noch zu machen? Fabelhaft, los Jungs, wir gehen alles. Wage es ja nicht, Lady Operas Erwartung zu verraten, sonst, du weißt schon, Red, ey Mann, ich weiß, du schaffen kannst, boah, meine Lesekunst. Ich kümmere mich hier um, ich mach euch einen Weg frei. Red, du bist unsere letzte Hoffnung. Los geht die Kacke. Kabine mal erstmal schauen. Okay. Bibliothek. Die ganze Welt bereisen, das habe ich bald. Lange Abenteuer erleben, Ökologie muss ja auch noch. Nächstes Ziel. Tartarus kommt noch. Aber erstmal Erdel. Weil ich noch ein paar Sachen kaufen will. Und ein paar Dinge erledigen wird, so gesagt. Erstmal hier hin. Hast du Andenken für mich? Möchtest du Andenken? Damit haben wir das jetzt, okay. Die Welt ist noch viel. Ach, fick dich ins Knie, Mann. Dir so viel gegeben. Okay. Barry haben wir schon, okay, das haben wir dann. Okay, wir sehen uns das nächste Mal bei Tartarus. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt genügend Geld. Hol mir jetzt auch noch die letzte Anpassung für meinen kleinen Red hier. Dann gibt es hier keine Anpassung mehr, die man noch holen kann. Willkommen, komm rein. Typ C, eine möglich einzigartige Technik. Erhöht Ausdauer. Ah, okay.
einzigartige Technik, was soll das heißen? Ach so. Chip ändern. Der sieht doch schon irgendwie komisch aus. Der sagt irgendwie so, jo, ich bin unbesiegbar. Schnell wieder Blitz. Was willst du, Digga? Das hätten die Roboter gesagt. Meine Interpretation jetzt. Okay, jetzt geht's los. Jetzt wird jemand in den Arsch getreten. Tartarus, letzter Sealord. Letztes Kapitel. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, haha. Vielleicht kommt eine epische Cutscene. Ich hoffe, da kommt keine Lags. Schokolade, du weißt, was Sache ist. Alles klar, Red. Okay. Auf geht's. Ich bin jetzt still. WTF, das waren zu viele Lags. Echt erbärmlich, Brüderchen. Pah. Du kannst aber auch wirklich gar nichts allein. Ja, Brüder und Geschwister halten immer zusammen. Da sieht man jetzt. Bilde ich mir es nur ein oder höre ich wirklich ihre Stimmen? Es muss am Dark liegen. Septentrion. Er ist die ultimative Kombination des Darks. Er verfügt über Neros, Planks und deine Generatoren. Generatorenkraft und ist mit dem Nanometall fusioniert, das von Tartarus aufgenommen wurde. Diese Kraft stammt also wirklich von Nero und Blank. Ich habe auch noch schlechte Nachrichten. Du hast sicherlich schon bemerkt, dass du der Einzige bist, der es ins Innere von Tartarus geschafft hat, Red. Ja, hab ich. Sind Opera und die anderen in Ordnung? Uns geht's gut, Zuckermäulchen. Was die anderen Schiffe betrifft, nun ja, immerhin fliegen sie noch. Verzeih bitte, dass ich dir nicht weiter zur Seite stehen kann. Ey Mann, wir werden im Stress sein, die schiffbrüchigen Leute zu bergen. Viel Glück da drin. Danke. Und was ist mit Elle und Beluga? Ich versuche schon die ganze Zeit, sie zu kontaktieren, aber sie antworten nicht. Mächtige Fellbälle, ist ihnen etwa was zugestoßen? Mir geht's...
Gut. Beluga, ich kann dich kaum hören. Was hast du gesagt? Mir geht's gut, Merville. Und anscheinend ist der Salamander noch flugfähig. Gut, Lara scheint sich fast vollständig abgeschaltet zu haben. Ey, wie sieht's bei dir aus? Dich hören. Ey, bist du das? Antworte mir. Ich kann dich hören. Ich lebe noch gerade eben. Nur kann ich mich nicht wirklich bewegen. Was gibt's da zu lachen? Der zuletzt lacht, oder? Ich hab's geschafft, dich da reinzubringen. Also hab ich gewonnen. Richtig, dann kann ich doch jetzt lachen, oder? Ey, Operas Team und ich werden dich da abholen. Mach dir keine Sorgen. Danke, ich werde auf euch warten. So, das hätten wir, Red. Beginne Phase 3. Wahrscheinlich werden wir gleich die Verbindung verlieren. Jetzt liegt alles an dir, Red. Komm zurück. Dann lachen wir gemeinsam, ja? Ich möchte nochmal dein Lachen sehen. Mach dir keine Sorgen. Okay? Ich mach das schon, wenn ich erst mal was in Angriff nehme, dann schaffe ich es auch. Bewege dich mit den Steuerkreuz nach oben und unten und nach links. Du fliegst automatisch vorwärts. Jedes Mal, wenn du Select drückst, wird dir... Ja, okay. A-Knopf, schnell, normaler Schuss. Ah, okay. Juhu! Yay! Hab ich die jetzt getötet oder haben die sich selbst getötet? Krieg ich keine Erfahrungspunkte dafür? Stirb! Ein Erfahrungspunkt, dankeschön. Ich will noch ein Level abbekommen, bevor ich gegen den Boss kämpfe. Treffe ich den nicht oder was ist los? Drei Erfahrungspunkte mindestens. Wenigstens die Musik gut im Hintergrund. Komme ich dem Zentrum überhaupt näher? Es ist weitläufig, dass ich es nicht sagen kann. Hm? Was ist das? WTF? Aha, die Juno sind gebündelte Informationsmassen. So sah die Erde also mal aus. Ey, da bin ich! Richtig, es war die Geschichte eines Misserfolgs. Eins wurden die Menschheit geschaffen, aber es waren so sinnlose Wesen. Sinnlos? Ja, sinnlos. Nachdem sie ihren Wert erkannten, zerstörten sie sich selbst. Das heißt, nachdem sie erkannt hatten, dass sie ein Misserfolg waren. Wie kannst du sowas sagen? Diese Bilder sind Aufzeichnungen von den Schöpfungen der Menschheit. Bilder einer der gescheiterten Geschichte, die von Misserfolgen selbst geschaffen wurde. Hier werden sich auch bald die Bilder eurer gescheiterten Geschichte einreihen, verdammt. Das habe ich auch noch ein Wörtchen zu mitzureden. Ist das Tartarus Zentrum? Engel? Du Ungläubiger, wie kannst du es wagen, diesen heiligen Ort zu besudeln? Für was hältst du dich? Für eine Art von Gott? Frage ich mich auch gerade. Wenn ich mich mit euch erbärmlichen Tieren vergleiche, dann ja. Hier, nimm eine Kostprobe meiner göttlichen Kraft. Engel für Arme, würde ich mal sagen. Ich baller einfach in die Mitte.
Deine göttliche Kraft ist so göttlich, dass du so göttlichen Schaden nimmst. 65, okay. Okay, wir sind jetzt in der Mitte. Und kämpfen gleich gegen Bayon. Alle Fluchtmöglichkeiten sind abgeschnitten, Bayon. Misserfolge müssen vernichtet werden. Genau wie die alte Menschheit. Ich bin kein Misserfolg, keiner von uns ist einer. Seitdem ich vor 350 Jahren in dieser Welt erwacht bin, habe ich euch Misserfolge beobachtet. Nichts hat sich geändert. Wie bei der alten Menschheit gibt es immer noch Kriege und Konflikte. Ja, aber... Wenn alles so bleibt, werdet ihr euch selbst vernichten. Wieder werden Misserfolge diesen Planeten, die Erde, vollständig zerstören. Nein! Dass ich in diesem Zeitalter erwacht bin, kann nur ein Befehl der Erde selbst sein. Ein Befehl, das Paradies verändert herzustellen. Du irrst dich. Das stimmt nicht. Was? Wie oft man auch scheitert. Man darf nie so tun, als ob nichts passiert sei. Wenn ich einen Fehler mache oder vom rechten Weg abkomme, dann habe ich Leute, die stinksauer auf mich werden. Leute, die mich mit ihrem Leben beschützt haben oder mich mit einem Lächeln aufmuntern. Und Leute, die bis zum Schluss an mich glauben. Alle vertrauen auf mich. Weil ich bin, wer ich bin. Wie oft ich auch scheitere, ich kann immer wieder aufstehen. Wenn du mich deshalb als Misserfolg ansiehst, dann bitteschön. Ich werde einfach immer wieder aufstehen und dabei jedes Mal stärker werden. Merville sagte genau das. Gleiche. Dies sei ein wissenschaftlicher Prozess, den man Evolution nenne. Ich frage dich noch einmal. Du beabsichtigst also nicht, den Befehl Folge zu leisten? Den Befehl, die Welt zu zerstören? Niemals. Dann werde ich dich vernichten. Ich werde dich spüren lassen, was ein wahrer Befehl ist. Was für einen Roboter habe ich gerade? Okay, ich habe den richtigen. Ich habe jetzt Angst. Weil ich nicht weiß, wie da... Was? Was zur Hölle war das denn für ein Angriff? Und wir sehen uns im nächsten Part.